Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blacks Fazit. Das ist die letzte Folge für heute. Bisher kamen heute die Let's Plays von Singularity, von Obscure und von der Herdringe Online. Natürlich will ich mich auch hier entschuldigen in aller Form, weil so lange keine Folgen mehr kamen, knapp 3 Monate. Ging leider aus mehreren Gründen, zeitlichen Gründen, teilweise technischen und psychischen Gründen nicht anders. Auch hier möchte ich natürlich allen meinen Abonnenten danken. Das sind im Moment 49. Gerade weil ihr zu lange nichts kam, für ihre Treue dafür, dass zumindest einer mir eine Mitteilung hat zukommen lassen, dass er gerne mal wieder Folgen hätte und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auch schon Feedback bekommen, dass was cool ist, dass ich wieder Let's Plays mache und ja, das freut mich einfach. Und ja, ich habe bei den 3 Folgen gesagt, dass ich hier jetzt auf die Abonnentenliste nochmal eingehe, weil die sich ein bisschen verändert hat. Aber davor noch ganz kurz, aus irgendeinem Grund waren heute alle Folgen nicht im Vollbild. Ich weiß nicht warum, ich habe rumprobiert, ich sag's auch bei den Folgen morgen einzeln nochmal, aber aus irgendeinem Grund ist kein Vollbild mehr, keine Ahnung. Wenn ich das irgendwie ändern kann, dann werde ich das ändern. Morgen geht Singularity 10 Minuten kürzer. Die anderen beiden haben normale Länge. Und genau, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst, aber ich sag's morgen bei den Folgen nochmal. Okay, jetzt gehe ich kurz auf die Abonnentenliste ein. Eine Sekunde, es sind wie gesagt 49, leider immer noch nicht alle offiziell, das heißt die Liste ist eigentlich eher kürzer. Und zwar ist in der Liste ganz neu vor einer Woche der Insane Elf, dann vor einem Monat Tohoi, vor 3 Monaten der Gonder Games, vor 5 Monaten der Pusika Pramok und der Commander Forn. Vor 7 Monaten Kevin Erdmann, vor 10 Monaten die Maron 1993-88 und vor einem Jahr der Timo Leutner, der Ophias 41, der Thomas Kaminski, die Anke Repekus. Vor 2 Jahren dann der 2781990, dann vor 3 Jahren die Sabrina Becker und der Alexander Ariko, vor 4 Jahren der Cube 92 und der Remir Torgelson und vor 5 Jahren der Mr. Let's Play, die Mikranomen und der Günther Kirchner. Das sind alle, die ich hier drin habe. Das sind bei weitem nicht 49. Das sind, ich zähle jetzt kurz durch, 19. Deswegen wäre es schön, wenn der Rest vielleicht noch was offiziell teilen könnte, damit ich es in der Liste habe, aber auf jeden Fall wollte ich euch nochmal wirklich ganz groß danken für eure Treue und gerade weil der Kanal ja nicht die beste, die Quali würde ich behaupten, ist mittlerweile nicht mehr allzu schlecht, die war schon mal schlechter, aber es ist halt immer noch keine perfekte Quali, wenn man es mit anderen Kanälen vergleicht und gerade dafür finde ich echt super, dass ihr noch dabei seid. So, jetzt haben wir aber lang genug gequatscht. Beim heutigen Blacks Fazit geht es um das Spiel The Witcher, den ersten Teil. Wie immer ist natürlich Spoiler-Alarm, wie immer ist es nur meine Meinung, wie immer Story, Gameplay, Grafik und Sonstiges mit 3 positiven und 3 negativen, außer das Sonstige. The Witcher ist ja ein Spiel, was schon länger zurückliegt. Es war sehr lange das längste Projekt, was wir auf dem Kanal hatten, zumindest bis Mass Effect. Es kommt vom Entwickler CD Projekt Red und kam raus am 16.09.2008. Zumindest die Unchained Version, die ich auch habe, wann das Originalspiel rauskam. Ich glaube, es kam 2007 raus, da bin ich mir aber zugegeben nicht ganz sicher. Es geht um den Hexer Geralt von Riva. Hexer sind Mutanten, die Ungeheuer jagen und töten, welche die von der allgemeinen Gesellschaft nicht allzu gerne gesehen sind, aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen den Mutationen, weil es da halt böse Gerüchte gibt, unter anderem, weil man ihnen halt vorwirft, dass sie
nur an Geld interessiert sind, dass sie halt alles töten, teilweise auch, weil natürlich viele Angst vor ihnen haben. Und der Hexer Geralt, eben der, den man spielt, ist einer Organisation namens Salamandra auf der Spur, einer kriminellen Organisation, die am Anfang Kaer Morhen, die Burg des, ich will des Ordens, also des Hexerordens, angreifen, weil dort Zutaten stehen, alchemistische Zutaten. Und ja, im Laufe der Zeit kommt er eben hinter die Hintergründe von dieser Organisation von Salamandra, beziehungsweise deckt ihre Pläne auf und zerschlägt die Organisation letztendlich auch, weil die letztendlich zu tun hat mit der Flammenrose, mit dem Orden der Flammenrose, ein religiöser Orden, der, sagen wir mal, nicht die besten Pläne verfolgt, gerade in Bezug auf die allgemeine Menschheit und erst recht nicht gegenüber Anderlingen, also allen Rassen, die keine Menschen sind. Was finde ich an der Story gut? Das Erste, was ich an der Story wirklich gut finde, ist die Story. Ja, ich weiß schon, das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber ich will damit sagen, die Geschichte, sie fesselt. Geralt ist eine verdammt coole Socke. Deswegen gab es auch von The Witcher 3 Teile. Weil man liebt diesen Hexer einfach. Man liebt die Hauptfigur. Er ist einfach verdammt episch. Die Nebencharaktere, teilweise Verbündete, teilweise Gegner, sind auch sehr gut. Die Geschichte wird einfach sehr gut erzählt. Man hat immer Bock weiterzuspielen. Sie geht weder zu schnell noch zu langsam. Und zumindest mich hat sie sehr angesprochen. Weil, ich weiß nicht. Teilweise, weil es einfach so mittelalterliche Zeit ist, die ich sehr gern mag. Teilweise einfach wegen der, ja, wie soll man sagen, Intrigen, könnte man vielleicht sagen. Teilweise wegen der Figuren. Und ja, das ist einfach ein großer Pluspunkt. Das Zweite, was ein sehr großer Pluspunkt ist, ist, dass man sich in die Charaktere sehr gut reinversetzen kann. Und zwar nicht komplett alle, aber die meisten. Also nicht nur die Hauptfigur, nicht nur Geralt, sondern eben auch Nebenfiguren. Wie gesagt, teilweise böse, also Feinde, teilweise nicht. Da wäre zum Beispiel der Hexer Berengar zu nennen. Ein Hexer, der sehr lange ein Mythos ist oder ein Mysterium ist, weil Kaer Morhen die Hexenburg verlassen hat vor Beginn des Spiels. Keiner wusste, wo er ist, keiner wusste, warum. Geralt sucht ihn und findet ihn schließlich auch. Und sagen wir mal, Berengar ist ziemlich anders als die meisten Hexer. Er mag zum Beispiel Hexer nicht, wie er mehrfach sagt. Er mag Geralt absolut nicht. Aber man versteht, wenn man die ganze Geschichte sieht, warum Berengar so denkt, warum er so handelt, wie er gehandelt hat. Teilweise ist das auch ein Problem, weil er halt im Grunde gegen Geralt gehandelt hat. Er hat zum Beispiel der Salamandra geholfen. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch noch andere Nebenfiguren, die man sich sehr gut reinversetzen kann. Und damit zusammenhängend die Entscheidungen. Geralt muss im Laufe der Zeit viele Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen können sehr große Konsequenzen haben. Und zwar egal, wie man sich entscheidet, weil man immer was zu spüren kriegt. Dazu komme ich später noch, weil das ist leider nicht so stark, wie man vielleicht denken könnte, aber dazu komme ich dann noch. Das Dritte, was ich sehr gut an der Story finde, sind die Nebenaufgaben. Wie schon gesagt, die Hauptgeschichte ist in meinen Augen fesselnd und spannend und auf jeden Fall dauermotivierend. Und bei vielen Spielen, zumindest die ich kenne, hat man das Problem, gerade bei Rollenspielen, dass es Nebenmissionen gibt. Und die Nebenmissionen sind dann meistens eher öde. Nicht bei The Witcher, zumindest nicht in meinen Augen. In meinen Augen sind die Nebenmissionen auch ziemlich cool. Sie sind nicht alle gleich stark, muss man dazu sagen, weil es gibt ein paar, die sind ein bisschen lahm. Gerade ein paar Verträge, die der Hexer im Laufe der Zeit annimmt und abschließt und halt dafür zum Beispiel Gold kriegt oder auch mal Gegenstände. Aber es gibt echt coole Nebenmissionen, gerade zum Beispiel die Trophäen. Es gibt in jedem Kapitel gibt es ein besonderes Monster, dessen Kopf oder teilweise auch andere Körperteile man abgeben kann.
Das sind besondere Monster und auch besonders gefährliche. Oder eben auch teilweise Nebenaufgaben, die wirklich Fragen aufwerfen. Ich kann mich zum Beispiel spontan an eine Nebenquest erinnern, wo man in ein Bordell kommt, das von einer Vampirin geleitet wird. Man ist da auf der Suche nach der Schwester eines Menschen. Der war auch von der Flammenrose, glaube ich, ein Ritter. Und ja, der Bruder behauptet halt, die Schwester wurde verhext. Die Vampirin sagt, sie ist aus freien Stücken hingegangen. Und man muss sich halt dann entscheiden zwischen entweder den Vampiren oder den Menschen, je nachdem, wie man hilft. Oder sich eben ganz rauszuhalten. Aber dann hat man natürlich die Quest automatisch verkackt. Also es ist einfach das Grundkonzept von The Witcher stimmt in meinen Augen komplett. Sowohl die Hauptmissionen, also die Story, als auch die Nebenmissionen. Was finde ich bei der Story nicht so gut? Da kommen wir jetzt kurz nochmal auf die Entscheidungen zu sprechen. Wie schon gesagt, Geralt hat viele Entscheidungen zu treffen. Und teilweise fällt er auf die Schnauze, egal wie er sich entscheidet. Teilweise hat es große Konsequenzen. Und genau das ist der Punkt. Teilweise. Nicht alle. Manche Entscheidungen, die der Spieler treffen muss, sind fast schon egal. Zum Beispiel eben die gerade eben erwähnte Nebenquest mit den Vampiren und den Menschen. Im Let's Play hab ich damals mich entschieden, den Vampiren zu helfen, weil ich nicht davon überzeugt war, dass das Mädchen wirklich verzaubert wurde und die Flammenrose auch nicht mochte, einfach wegen ihrer religiösen Ader. Und ja, das Ende vom Lied ist dann, dass man einfach komplett alle Menschen tötet mit den Vampiren zusammen. Und der Punkt ist aber, daraus passiert nichts. Also die Vampirin sagt dann, dass sie halt die Leichen natürlich verschwinden lassen, aber es passiert nie wieder was. Ich hätte zum Beispiel cool gefunden, wenn dann jemand im Nachhinein Geralt angesprochen hätte, dass Leute verschwunden sind oder so, oder vielleicht ein paar Ritter ihn gesehen hätten, wie er ins Bordell gegangen ist und dann allein rauskam oder so. Und bei anderen Entscheidungen spürt man die halt sehr, sehr stark. Eine andere Nebenquest zum Beispiel hat mit einer Wahl zu tun zwischen zwei Frauen, zwischen Triss und Charlie. Beides sehr wichtige Frauen, wegen dem kleinen jungen Alvin. Da geht es darum, zu welcher der beiden Frauen man Alvin schickt, damit sie ihn beschützt. Weil Alvin wird von der Salamandra entführt. Rittersporn, ein guter Freund von Geralt, erzählt ihm davon, zeigt ihm auch, wo es ist. Und nachdem man alle erledigt hat, beziehungsweise eigentlich in der Pause, weil man erledigt ein paar Wächter, aber Geralt sagt dann, er hört weitere, muss man sich sehr schnell entscheiden, ob der Junge eben zu Triss oder zu Shani gebracht wird. Egal welchen von beiden Frauen man wählt, die andere Frau ist stinksauer und redet mit Geralt nicht mehr. Und es hat auch mit einer Beziehung zu tun. Also mit der jeweiligen Frau, die man gewählt hat, geht man dann quasi in eine Beziehung ein. Und da ist halt die Konsequenz schon sehr stark. Weil beide Frauen, wie gesagt, nicht unwichtig sind. Und ihr versteht schon, was ich meine. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn solche Konsequenzen immer gleich stark sind. Bei manchen spürt man es halt fast gar nicht und bei anderen schon sehr stark. Und das ist ein bisschen doof. Das Zweite, was ich ein bisschen doof finde, ist, dass teilweise man mit Hintergrundinformationen zu überladen wird, teilweise sogar richtig bombardiert wird. Das mag vielleicht jetzt verwirren, gerade welche, die meinen Kanal länger verfolgen oder auch das Format länger verfolgen, weil die wissen, dass ich eigentlich eine sehr dichte Story mag. Und zu einer sehr dichten Story gehört halt auch viel Hintergrundwissen über zum Beispiel Rassen, über Charaktere, über allgemein Geschehen. Und ja, natürlich ist das so. Das Problem bei The Witcher ist, dass es manche Stellen gibt, wo man dann so viele Infos kriegt, die man nicht zwangsweise braucht, dass man einfach zumindest ein bisschen das Gefühl hat, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Da gibt es zum Beispiel, ich glaube, zweites Kapitel war das, einen sehr wichtigen Queststrang, wo Geralt mit einem Privatdetektiv zusammenarbeitet, um Azayavid beschatten zu lassen oder beziehungsweise Infos über ihn zu kriegen. Das ist der Anführer von Salamandra, beziehungsweise eigentlich nur
der Nebenanführer, weil wie gesagt Salamandra eigentlich zur Flammenrose gehört. Und Gerard macht halt da ein paar Ermittlungen, weil der Detektiv untertauchen muss. Der wird auch letztendlich getötet, wie man herausfindet. Und einer der Verdächtigen ist Kalkstein. Einer der Verdächtigen mit Salamandra zusammenzuarbeiten ist Kalkstein, ein Alchemist, den man seit dem ersten Kapitel kennt, den auch ich für meinen Teil sehr mochte, der letztendlich unschuldig ist. Und Kalkstein hat ein paar Aufzeichnungen, die man lesen muss. Das Problem ist bei diesen Aufzeichnungen, dass die teilweise sehr kompliziert geschrieben sind und einem, wie gesagt, Infos geben, die man nicht unbedingt bräuchte. Und sowas ist öfters. Wir hatten ein paar Parts, wo wir nur Bücher gelesen hatten. Und ja, sie waren interessant, aber halt ein bisschen einfach eine Schippe zu überladen für meinen Geschmack. Weil man dann einfach das Gefühl hat, man kommt zu anderen Sachen nicht so stark, wie man gerne würde. Das Dritte, was ich bei der Story schade finde, und das finde ich teilweise einen großen Negativpunkt, ist die Motivation von Salamandra, also der Gegenorganisation, die man letztendlich, wie schon gesagt, zerschlägt, die man jagt. Das Problem ist nämlich, was die wirklich wollen, weiß man nicht. Also man weiß es schon, es gibt Andeutungen, aber das ist der Punkt, es sind nur Andeutungen. Am Anfang ist Salamandra einfach nur eine Organisation, die den Hexern was gestohlen hat, Zutaten und Rezepte, wie gesagt, alchemistische Gegenstände und Leo töten. Das ist ein Hexer, ein anderer, ein Lehrling, der dem Geralt leider nicht retten konnte. Deswegen werden sie eben von den Hexern gejagt, eben auch von Geralt. Und zwischendurch merkt man halt, dass Salamandra kriminell ist, dass die Unterwelt kontrollieren, dass die immer mal wieder politischen Einfluss haben, beziehungsweise mehr haben wollen. Und letztendlich gehört es, wie gesagt, zum Teil zum Orden der Flammenrose. Zumindest der Anführer vom Orden der Flammenrose ist auch der Anführer von Salamandra. Und er möchte die Welt beherrschen, könnte man sagen. Also er hat halt vorausgesehen, dass eine große Eiszeit kommen wird, die alles Leben auslöscht. Und er möchte die Menschen beschützen, aber eben nur Auserwählte. Und alle anderen Rassen, Elfen, Zwerge, will er beseitigen, weil er mag sie nicht. Und ihr merkt schon, ganz ehrlich, für so ein dichtes Spiel wie bei The Witcher ist in meiner Meinung dieses Ziel nicht böse genug. Ich weiß nicht. Erstens ist nicht ganz klar, warum er das will, warum er nicht zum Beispiel mit den anderen Rassen erstmal verhandelt, bevor er sie alle abschlachten will. Weil die einzige Erklärung, die es da gibt, ist halt, ja, er mag sie halt nicht. Sie stehen seinen Plänen in seinen Augen im Weg und deswegen will er sie loswerden. Und ich weiß nicht. Vielleicht ging es nur mir so, aber ich hatte nicht wirklich raus, was Salamandra bzw. der Orden der Flammenrose letztendlich eigentlich wollte. Ich wusste nur, es hat Spaß gemacht, ihre Pläne zu stören. So in der Richtung. Kommen wir zum Gameplay. Gut beim Gameplay finde ich die Nebenaktionen. Geralt macht einiges. Er tötet Monster. Macht Aufträge, macht Quests. Teilweise eben nicht durch Kampf, teilweise auch nur mit Verhandlungen. Aber das ist eben nicht alles. Zum Beispiel gibt es da das Würfelpoker, was man von Anfang an im Tutorial noch erlernt, wo man viel Geld mitmachen kann und letztendlich einen Titel bekommt, genauso wie Faustkämpfe. Dann gibt es da die Verführungen, wo man Frauen umwerben kann und sich dann so erotische Bilder holen kann, Artworks. Dann gibt es da das Trinken, wo man teilweise Leute an den Tisch trinken kann und teilweise Informationen, teilweise Gegenstände bekommt. Und ja, das finde ich sehr schön, dass eben nicht nur auf Kämpfen und Monsterschlachten hinausläuft, obwohl das sehr viel Spaß macht, aber es eben auch andere Sachen gibt. Gerade das Würfelpoker ist eine coole Idee, finde ich. Der Faustkampf ist, naja, manchmal ein bisschen zu leicht, hatte ich das Gefühl, manchmal ein bisschen zu schwer.
Und die Verführung mit den Artworks fand ich richtig schön. Und das Trinken, ich weiß nicht, das gehört halt irgendwie zum Charme des Mittelalters, sagen wir es mal so. Das Zweite, was ich beim Gameplay sehr gut finde, ist, dass man eine große Auswahl hat oder eine große Möglichkeit hat, wie man gegen Gegner vorgeht. Man hat zwei Schwerter, eins aus Silber, eins aus Stahl. Das Stahlschwert ist speziell gegen Menschen, das Silberschwert ist gegen Bestien. Man hat kann verschiedene Tränke brauen oder Öle herstellen, die man auf die Schwerter aufträgt, die teilweise sehr großen Einfluss haben können. Und man hat die Hexerzeichen. Das ist wie Magie gewissermaßen. Das kann zum Beispiel ein Schild sein, der Schaden absorbiert. Das kann ein Feuerball sein. Das kann ein magischer Stoß sein. Das kann eine Falle sein, womit man Gegner einsperrt. Und ja, der Skillbaum ist ziemlich gut gestaltet, ziemlich großflächig. Man hat da wirklich sehr viele Möglichkeiten, mit dem Gegner umzugehen. Und ich sehe gerade, oh Mann, ich sehe gerade, ich habe ein positives Gameplay-Ding vergessen. Das ist ja mal peinlich. Ja, man merkt schon, das ist meine erste Blacks-Fazit-Folge seit knapp 3 Monaten, deswegen ist sie ein bisschen doof. Oder ein bisschen schlecht, habe ich das Gefühl. Sorry dafür. Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber heute habe ich ein bisschen spontan auf schnell schnell gemacht. Was fällt mir jetzt noch spontan zum Gameplay an? Ansonsten fällt mir zum Gameplay spontan ein, dass man gute Möglichkeiten hat, wie soll ich sagen, mit seinen Ressourcen umzugehen. Damit meine ich zum Beispiel eben verschiedene Arten von Quests, wo man dann verschiedene Freunde oder auch Feinde sich schaffen kann. Damit meine ich, dass man eben, was Geld angeht, sehr viele Händler hat. Mit teilweise Waffen, teilweise Rüstungen, teilweise Büchern, teilweise Zutaten für eben besagte Tränke oder Öle. Damit meine ich auch, dass man ortsmäßig einfach ein schönes Flair hat. Ich meine, das könnte man jetzt auch in der Story oder Grafik zählen, aber wie gesagt, ich mache das jetzt gerade aus dem Kopf, weil ich hier leider beim Gameplay 4 statt 3 Negative genommen habe, weil ich irgendwie das verkackt habe. Sorry dafür. Ich verspreche, es wird beim nächsten Black Swansea besser laufen. Aber ja, also ansonsten das Gameplay, ich finde es einfach sehr abwechslungsreich. Das fällt mir spontan ein, was ich gut finde. Dass man einfach viele verschiedene Möglichkeiten hat, mit der Welt zu interagieren oder eben Dinge zu tun. Ein bisschen doof beim Gameplay finde ich einmal, dass kaum Fernkampf möglich ist. Das war das, was ich versehentlich bei positiv eingeordnet habe, weil eigentlich ist es negativ. Mit kaum Fernkampf meine ich, Geralt hat streng genommen keine Fernkampfwaffen. Er hat seine beiden Schwerter. In unserem Fall hat er sehr lange, also er hat bei uns sehr oft eine Fackel gehabt, eben für Licht machen. Oder kann eben auch so eine kleine Nebenwaffe haben, wie zum Beispiel ein Dolch oder so. Aber er hat keine Fernwaffe, er hat jetzt zum Beispiel keinen Bogen oder keine Armbrust, was ich ein bisschen unlogisch finde, weil es von anderen Charakteren sehr wohl eingesetzt wird. Die einzige Möglichkeit des Fernkampfes sind Bomben, die man auch herstellen kann. Und da ist das Problem, die Bomben kann man nämlich nur in den Fächern inventarmäßig platzieren, wo man auch die Tränke hat. Die Tränke sind aber meistens wichtiger als die Bomben. Und deswegen, ich glaube, wir haben nie eine Bombe geworfen bei The Witcher 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil in späteren The Witcher-Teilen weiß ich, dass Geralt auch die Möglichkeit einer Fernkampfwaffe hat. Und die hat er in The Witcher 1 quasi nicht, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Das Zweite, was ich schade finde, ist die Trankauswahl, beziehungsweise einfach die Ölauswahl. Wie vorher schon gesagt, man hat viele Möglichkeiten, sich auf einen Gegner vorzubereiten oder ihm entgegenzutreten. Das Problem ist, man braucht viele Sachen nicht zwangsweise. Das habe ich auch damals beim Abspann gesagt. Es gibt viele Tränke, die klingen praktisch, aber sind einfach nicht unbedingt nötig. Öle genauso. Oder eben die Bomben. Man hat sehr viele Rezepte und man braucht vielleicht eine Handvoll oder ein Dutzend. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber nur ein Bruchteil dessen, die man herstellen könnte. Könnte auch an der Schwierigkeit liegen. Wir haben auf normal gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und nicht zum Beispiel auf schwer, aber
Das war halt etwas, was ich ein bisschen schade finde. Das dritte, was ich ein bisschen schade finde, ist das Meditieren. Das ist in der gesamten Witcherei sehr wichtig, weil man kann da Zeit verstreichen lassen, was bei Quests teilweise sehr praktisch ist. Und man kann da Tränke herstellen und sich skillen. Und bei The Witcher 1 geht das nur an Lagerfeuern. Das ist bei danach folgenden Teilen auch anders. Da kann man immer meditieren, aber nicht bei The Witcher 1. Und das ist auch etwas, was ich sehr schade fand, weil dadurch dieses Meditieren eingeschränkt wurde ortsmäßig, was in meinen Augen nicht nötig ist. Kommen wir zur Grafik. Gut bei der Grafik finde ich die Synchronsprecher. Die klingen sehr schön. Da fällt mir auch spontan kein Charakter ein, der schlecht klang oder langweilig oder absolut unpassend. Schön finde ich die Modelle und Orte. Ich meine, es ist ein Spiel von 2008. Das ist jetzt noch nicht so alt, aber es ist halt auch nicht das top neueste Spiel. Und gerade Vizima zum Beispiel, eine sehr, sehr große Stadt, in der sehr viel der Handlung stattfindet, sieht gut aus. Die Modelle gerade von den Monstern sehen auch gut aus. Und ja, die passen einfach. Das dritte Schöne bei der Grafik sind die Zwischenanimationen. Das sind meistens Bilder, gerade zum Beispiel zwischen Kapiteln, wo man Geralts Stimme hört oder ein bisschen was dazu sagt. Teilweise sind auch so Bilder bei wichtigen Entscheidungen, bei Quests. Und ja, das ist auch eine schöne Sache. Die gefallen mir richtig gut, die sehen gut aus. Und passen auch sehr gut, sie fangen einfach den Flair sehr schön ein. Negativ bei der Grafik finde ich den Ladescreen. Warum? Man sieht sehr, sehr oft Ladescreen. Bei jedem Gebäude betreten, bei jedem Gebäude verlassen, teilweise beim Wechseln von Orten hat man immer ein Ladescreen. Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so lang. Also es ist jetzt nicht so, dass man eine halbe Stunde warten würde wegen Laden, aber es nervt, weil sie häufig sind. Was ich noch ein bisschen blöd finde bei der Grafik ist das Recycling. Das haben halt viele Spieler als Problem und auch bei The Witcher merkt man es halt, weil Monster kommen teilweise sehr, 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 sehr oft und dann sehr, sehr, sehr oft die gleichen Monster. Bei denen versteht man ja auch dasselbe Modell, wo man nicht dasselbe Modell versteht, ist bei menschlichen NPCs oder eben gerade in städtischen Gebieten, wie zum Beispiel Vizima, weil man sieht halt sehr oft dieselbe Frau oder denselben Mann. Und das ist halt gerade bei No Names fällt das halt auf. Ich meine, das ist jetzt kein Riesennachteil, sowas haben viele Spiele, aber es ist mir aufgefallen. Das dritte, was bei der Grafik schade ist, teilweise Grafikbugs auftreten. Da gibt es zum Beispiel einen sehr bekannten Grafikbug, wo sich Geralts Gesicht verzerrt und das Schwert dann um ihn rumfliegt, anstatt auf seinem Rücken zu sein. Und es sieht total scheiße aus. Es sieht total scheiße aus und es ist unpraktisch, gerade wenn man dann kämpft. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Diesmal habe ich im Grunde vier Sachen. Ich nehme da jetzt bewusst vier Sachen. Eigentlich habe ich nur drei immer aufgeschrieben, aber ich nehme da bewusst jetzt vier Sachen, weil ich vorher beim Gameplay-Punkt so ein bisschen verkackt habe. Weil ich, wie gesagt, heute ein bisschen das schnell, schnell machen wollte und nicht so viel Konzentration hatte bei Vorbereitung von dem Part. Wie gesagt, nächstes Rechtsfazit wird dann besser. Und ja, es sind zwei Fragen und zwei normale Anmerkungen, sonstiges ja immer weder positiv noch negativ. Aber ja, die erste Frage, warum kann man alles klauen? Man kann wirklich in jedem Haus Gegenstände mitnehmen und keinen stört das. Das ist, man kann mit Geralt in jedem Haus einbrechen und einfach an Truhen gehen und alles Mögliche mitnehmen. Ich habe es deswegen hinter negativ genommen, weil es nützt dem Spieler auch. Gerade wenn man sein Geldbeutel auffüllen muss. Aber es macht halt logisch überhaupt keinen Sinn. Gerade weil Hexer in der Gesellschaft nicht unbedingt die beliebtesten Leute sind. Gerade weil Geralt teilweise
sehr starke Vorteile sich gegenüber sieht oder zumindest auf seinen Rücken aufpassen sollte. Und gerade weil halt manchmal die Charaktere, denen zum Beispiel das Haus gehört oder die Truhe gehört, direkt daneben stehen. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, bisschen seltsam. Die zweite Frage, die ich habe, ist, warum hat man so wenig Kontakt zu anderen Hexern? Man sieht im Grunde die anderen Hexer, Vesemir zum Beispiel, das ist Geralts Mentor oder auch, wie hießen die anderen beiden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber die anderen Hexer, eben auch Leo, sieht man nur im Intro. Das habe ich deswegen nicht unter negativ genommen, weil es erklärt wird, dass eben nach dem Angriff auf Kaer Morhen die Hexer sich aufteilen in alle Himmelsrichtungen, um Salamandra zu folgen. Aber es ist trotzdem schade, dass man wirklich zu allen Hexern nur im Intro Kontakt hat und danach gar nicht mehr. Die einzige, die man nach dem Intro und im Intro noch sieht, ist Triss. Und eben auch nur begrenzt, sofern man sich für Shani entscheidet, bei dieser eine Quest, wo man sich zwischen ihr und Shani entscheiden muss. Und Leo, die ist so einmal als, sieht man einmal noch als Geist im ersten Kapitel, aber auch nur sehr kurz. Ist halt ein bisschen schade. Ich hätte mir da gewünscht, dass man schon mal ein bisschen mehr Kontakt hat. Außer Berengar. Aber Berengar war halt nicht im Intro. Und Berengar würde ich jetzt nicht unbedingt zu den Hexern zählen. Wollte das selber nie sein. Und zumindest bei uns ist er gestorben, weil man eben entscheiden kann, ob man ihn tötet oder nicht. Und ich hatte ihn damals getötet. Aber ja. Das ist halt auch so eine Sache. Und ja, ansonsten fällt mir sonstigen noch ein, komme ich nochmal zu den Verführungen. Man kann eine Menge Frauen verführen, nicht alle Menschen. Zum Beispiel die Vampirinnen kann man auch verführen oder eben auch andere nichtmenschliche Rassen. Und man kriegt dann immer so schöne Bilder, die Artworks, wie ich vorher schon gesagt habe. Was mich da ein bisschen verwirrt hat, ist, warum es nur Artworks sind. Die Frage meine ich speziell auf. Wieso man keinen Sex sieht. Natürlich kann man argumentieren, dass The Witcher ein Action-Rollenspiel ist, was eben auf Sex nicht so viel Wert legt, aber es hätte halt wunderbar in die Atmosphäre gepasst. Es ist ein Spiel ab 18 und der Punkt ist, bei manchen Verführungen sieht man zumindest Ausschnitte sexueller Natur. Und bei dann drei Vierteln eben nicht. Und das ist komisch. Ich hätte da entweder gesagt, gar keinen oder halt alle. Und das kommt nicht vor. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe auch das nicht negativ gestellt, weil die Artworks, die sehen echt schön aus. Und ich nehme mal an, es hatte ein bisschen damit zu tun, dass man halt nicht noch mehr Leute verprellen wollte, weil das Spiel ist schon ein bisschen Geschmackssache. Es wird nicht jeder mögen. Gerade nicht unbedingt was für Zartbeseitete, weil es fließt halt eine Menge Blut, es gibt halt die ganze Gewalt, es gibt die Monster, es gibt eben auch den Sex als Nebenaspekt und so. Und das Letzte ist das offene Ende. Normalerweise, wie ihr wisst, nehme ich das unter Negativ-Story, hier habe ich unter Sonstiges, weil es wird gut erklärt, warum es eben ein offenes Ende ist. Man hat eine Art Abschluss und weiß halt auf jeden Fall, dass es nachfolgende Teile gibt, wie ja nicht bei jedem Spiel der Fall ist. Aber trotzdem habe ich es nicht unter positiv, weil ich bin einfach kein Fan von offenen Enden. Das wissen Leute, die mich schon länger verfolgen, die andere Teile dieses Formats gesehen haben. Ich bin da einfach nicht unbedingt der Fan von. Aber es ist unter sonstigen, weil es ist jetzt nicht so mega schlimm. Um zu einem Fazit zu kommen. Ich finde The Witcher ein großartiges Game. Wie auch zum Beispiel Eternal Darkness oder Portal oder andere Spiele, die wir teilweise hatten, halte ich The Witcher für einen Meilenstein. Wir gehen ja immer von 5 Sternen aus. Ich würde The Witcher 4 bis 4,5 Sterne geben. Zumindest 3,5. Sagen wir mal 3,5, wenn man das Spiel nicht mag. 4 kann man ihm auf jeden Fall geben und 4,5 vielleicht noch. 5 sind es leider nicht. Das liegt vor allem zum Beispiel an der Story, dass die halt nicht, in meinen Augen nicht komplett ist, weil man nicht komplett diese Motivation von Salamandra erfährt. Oder eben auch an ein paar Grafikbugs oder eben auch eben, dass man die meisten Tränke nicht braucht.
Und so, aber es ist ein tolles Spiel. Also wie gesagt, ich persönlich würde ihm 4,5 Sterne geben. Ich glaube, so fährt er bisher nur Eternal Darkness. Aber es könnten auch 4 oder zum aller mindestens 3,5 sein. Das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Wie gesagt, The Witcher wird nicht jedermann gefallen, denke ich. Man muss es mögen. Aber ich fand es großartig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider die Folge jetzt nicht so optimal, wie ich mir gewünscht hätte, weil ich halt beim Gameplay vorher ein bisschen verhauen habe. Wie gesagt, die nächste Folge wird besser und wird dann auch wieder Standard, weil jetzt waren es 4 sonstige statt 3. Und ja, wir sehen uns bei Blacks Fazit dann nächsten Freitag wieder, wie immer. Morgen 3 Parts, also halt Singularity, Obscure und Hedring Online und Singularity eben nur 20 Minuten. Und ja, ich werde jetzt gleich die Folgen hochladen. Ich habe die anderen Folgen nämlich noch nicht hochgeladen. Und dann schauen wir mal, wie eure Kommentare sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.